Herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Möller und ich leite die Steuerabteilung von PwC Deutschland. Ich freue mich, Ihnen unseren neuen digitalen PwC-Videoblog vorstellen zu dürfen. Dieser fasst die auf unserem letztjährigen Jahresendseminar vorgestellten bedeutsamen steuerlichen Änderungen für Sie zusammen. Wir bringen uns auf den Punkt und freuen uns, wenn Sie anschließend Interesse an unserem nächsten Jahresendseminar haben. Natürlich stehen die Ihnen bekannten Ansprechpartner von PwC auch in der Zwischenzeit jederzeit für Fragen zur Verfügung. Und jetzt lassen Sie uns gemeinsam das Video anschauen. Hallo und herzlich willkommen bei PwC Techs und unserem Videoblog. Mein Name ist Tobias Tetzner und mein Thema Organschaft. Aktuelle Rechtsprechung und praktische Fallstricke. Die steuerliche Organschaft wird derzeit von 4 Entwicklungen geprägt. Erstens, gesetzgeberische Reaktion auf vorteilhafte BFH-Rechtsprechung. Ende letzten Jahres hatte der BFH ein steuerliches Gestaltungsmodell der Praxis bestätigt, welches auf einer Gesetzeslücke beruht. Der BFH bestätigte nämlich, dass die sogenannte Schachtelstrafe, das heißt die 5%ige Besteuerung von Dividenden, nicht für Zwecke der Gewerbesteuer gilt, wenn diese Dividenden von einer Organtochtergesellschaft bezogen werden. Damit können die Unternehmen die Gewerbesteuer auf die Dividenden einsparen. Wie es nun mit jeder Gesetzeslücke so ist, wird irgendwann versucht, die zu schließen. An der Schließung dieser Gesetzeslücke wird derzeit aber noch gearbeitet. Zweitens, Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Der BGH bestätigt in seinem kürzlichen Urteil die herrschende Literaturmeinung hinsichtlich der Frage, ob ein gültiger Gewinnabführungsvertrag auch unterjährig aufgehoben werden kann. Der BGH urteilte wie erwartet nein. Und somit kann ein Gewinnabführungsvertrag nur zum Ende eines Geschäftsjahres beendet werden. Im Falle eines Verlustes der abhängigen Gesellschaft ist somit der Verlust des gesamten Geschäftsjahres zu übernehmen. Der zweite bedeutsame Punkt des Urteils betrifft die Frage, in welcher Form ein Verlust ausgeglichen werden kann. Hier entschied der BGH, dass dies auch durch Verrechnung mit einem gegenseitigen Anspruch erfolgen kann. Hier wird aber eine ganz klare Vereinbarung gefordert. Im Streitfall war die Aufrechnung aber nicht so klar geregelt. Und so bestand der Anspruch auf Verlustausgleich noch fort. Drittens, Meinungsänderungen in der Finanzverwaltung. Derzeit befinden sich die Körperschaftssteuerrichtlinien in Überarbeitung. Für die Organschaft relevant ist insbesondere die geplante Streichung einer für die Unternehmen vorteilhaften Regelung. Danach hat die Finanzverwaltung bislang eine steuerlich unschädliche, vorzeitige Beendigung eines Gewinnabführungsvertrags in den Fällen angenommen, in denen die Organgesellschaft Gegenstand einer Umwandlung war. Zum Beispiel eine Verschmelzung oder eine Spaltung. Diese Regelung hat bislang Rechtssicherheit gegeben und diese soll nun gestrichen werden. Viertens, neues Verfahrensrecht bei der Organschaft. In 2014 wurde eine neue Steuererklärung für die Organschaft eingeführt. Davon hat man sich Rechtssicherheit und Verfahrensbeschleunigung erwartet. Bei genauem Hinsehen ist dies jedoch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Dies ergibt sich aus der gesetzlichen Vorgabe, dass nunmehr zwangsläufig beide Finanzämter, nämlich Organträger und Organgesellschaft, in die Steuerfestsetzung einzubeziehen sind. Bislang existierte die Möglichkeit, dies auf ein Finanzamt zu reduzieren. Somit sind in Zukunft mehr Arbeiten für die Abstimmung mit den beiden beteiligten Finanzämtern zu erwarten. Auch sind mittlerweile Zweifel hinsichtlich der inhaltlichen Reichweite des neuen Verfahrens hochgekommen. So zum Beispiel die Frage, welches Finanzamt über das Bestehen einer Organschaft entscheiden kann. Die Praxis und möglicherweise die Steuergerichte werden uns hier zeigen, wie es weitergeht. Das war es in aller Kürze. Weitere Informationen finden Sie auf pwc.de oder auf unserer Tax-App. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Tschüss.